Hallo MOBA-Freunde, ich begrüße euch und wünsche euch eine frohe Adventszeit, die ja gestern begonnen hat. Ja, erstmal vielen Dank für diese ganzen neuen Abonnenten. Aber ganz wichtig, immer schön liken und so mehr kommen die Videos nach oben. Heute geht es um Knickkesselwagen und wie diese von mir gealtert werden. Die Wagen seht ihr im Hintergrund. So wie sie erst aussehen und so wie sie jetzt hier im Film rollen, so sehen sie dann am Schluss aus. Ja, es handelt sich hier um die Roco Knickkesselwagen. 10 Stück davon an der Anzahl und zweimal von Modellbahn Union, eine andere Baugattung, die älter ist. Was habe ich als erstes gemacht? Ich habe mir im Internet ein paar schöne Bilder als Anschauungsmaterial erstmal ausgedruckt, um so halt mir die Ideen und die Originalität hervorzuholen und dementsprechend möchte ich die Wagen halt altern. Aber als erstes, die Achsen müssen raus, ganz wichtig, weil wir arbeiten hier gleich mit Airbrush und jeder kleinste Farbpunkt auf den Laufflächen ist erstens schlecht, weil das verteilt sich auch auf den Gleisen. Des Weiteren kann natürlich auch das Laufverhalten damit beeinträchtigt sein. Also erstmal alle Achsen raus. Ja, bei einigen Wagen mache ich das jetzt hier gerade noch. Der größte Teil ist allerdings schon fertig. Nachdem die Wagen jetzt alle befreit worden sind von ihren Achsen, geht es mit dem ersten Washing los. Und dafür nehmen wir von Vallejo das Washing. In unsere schöne Toffifee-Packung. Kann man am besten portionieren und einarbeiten. Ja, wie wir jetzt hier sehen, geht es erstmal um die Laufbühnen auf den Kesselwagen, weil erstens sind die im falschen Grau meiner Meinung nach von Roco dargestellt, so wie ich die Vorbilder alle gesehen habe und auch selber bei uns im RBF immer wieder sehe. Des Weiteren sind die auch immer relativ dreckig. Ja, also wird das jetzt erstmal alles mit Washing bearbeitet. Damit der Film nicht so lang wird, habe ich einige Szenen natürlich rausgeschnitten. Ich muss ja jetzt nicht euch jeden Wagen zeigen. So, ich möchte was Neues ausprobieren und zwar habe ich mir mal die Stifte von AK bestellt und werde damit jetzt die die Kesselringe nachziehen. Vorteil dieser Stifte ist halt im Gegensatz zu jetzt der Buntstift aus dem Malkasten, die halten wirklich sehr gut sofort auf Kunststoff, wie ihr das jetzt hier auch in dem Film sehen könnt. Und so ziehe ich jetzt erstmal jeden Kesselring nach. Erstmal eine Seite, dann die andere Seite. Und ich habe immer erst eine Seite von einem Kesselring nachgezogen und dann danach die zweite Seite des Kesselrings. Und ihr könnt sehen, also das hält wirklich sehr gut.
Ist auch sehr einfach, wirklich mit diesem Stift zu machen. Sehr schön. Trotzdem würde ich auch weiterhin das mit der Airbrush-Pistole machen, weil das ist noch wieder ein anderer Effekt. Aber für diesen Wagentyp ist das ganz gut, mit diesem Stift zu bearbeiten. Man kann das Ganze so ein bisschen verwischen. Ja, da versuche ich jetzt gerade mal so ein bisschen Rostimitation auf den Federn vom Drehgestell aufzubringen, wie man jetzt hier sehen kann. Jetzt gehe ich nochmal mit einem schwarzen Stift an manchen Stellen vorbei. Dann habe ich mir jetzt einen stärkeren Borstenpinsel genommen. Aber das ist jetzt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich dachte, ja, da kannst du jetzt einfach mit einem starken Borstenpinsel direkt drüber gehen und was von abtragen an manchen Stellen, wo es nicht so schön ist. Aber die Farbe sitzt wirklich sofort sehr gut. Und deswegen gehe ich jetzt hier mit einem Radierer bei. Des Weiteren mit dem Borstenpinsel, der dann nochmal in Verdünnung eingedrängt wird, um so das, was mir jetzt zu viel ist, halt abzutragen. Hier könnt ihr jetzt das Ergebnis sehen und ich muss sagen, also es gefällt mir sehr gut. Da kommt ja gleich sowieso noch der Airbrush drüber. Aber bevor wir das machen, gehen wir erstmal an die Drehgestelle. Die kriegen bei mir immer eine Grundpatinierung mit diesem röstlichen Braunton von Vallejo. Und damit werden erstmal sämtliche Drehgestelle und mit Airbrush behandelt. Ja, und beim Altern sollte man natürlich immer darauf achten, wenn man jetzt zum Beispiel auch mit der Airbrush-Pistole seine Farbe aufträgt und die Alterungsspuren macht. Nicht jeder Wagen ist gleich. Deswegen sollte man immer im Auge behalten, nicht jeden Arbeitsgang identisch zu machen, sondern halt immer ein bisschen abwägen. Der ist ein bisschen weniger verschmutzt und der ist ein bisschen mehr verschmutzt. So, ein Wagen ist dabei, der hat ein VTG-Logo. Der wird natürlich jetzt, bevor die Alterung auf dem Kessel kommt, von mir mit Maskiertape abgeklebt, weil ich möchte in diesem Fall, es ist ja einmal diese Stifte, die ich vorher eben benutzt habe, schon ein wenig gealtert und soll aber trotzdem noch gut zu lesen sein. Also klebe ich jetzt das VTG-Logo ab, bevor ich gleich mit dem Airbrush auf dem Kessel beginne. Wichtig ist halt immer, das Maskiertape-Band sehr fest anzudrücken, dass auch wirklich keine Farbe drunter laufen kann. Da habt ihr jetzt gerade das Ergebnis gesehen, wie es abgeklebt ist. Und wir fangen an, den Kessel zu altern, allerdings nicht mit normaler Airbrush-Farbe, sondern wir benutzen jetzt mal ein Washing mit dem Airbrush. Das geht. Man muss sich natürlich schon wirklich ein bisschen was zutrauen und darf nicht zu intensiv die Farbe auftragen. Ja, nochmal ein kleiner Blick auf die Bilder. Und dann geht's mit dem ersten Wagen los. Hier könnt ihr jetzt sehen, auch Washing ist mit Airbrush halt
zu verwenden. Aber man muss natürlich immer sehr behutsam damit umgehen. Die Pistole die ganze Zeit wirklich in Bewegung halten. Nicht, dass man zu lange auf einer Stelle ist. Und dann ist das alles kein Problem. Und schon kriegen wir jetzt die erste Farbgebung für den ersten Kesselwagen zu Gesicht. Auch die Bühne auf dem Kessel ist natürlich vom Rost befallen. Deswegen wird da auch sofort eine Schicht drüber gezogen. Und nachdem man die erste Schicht so leicht angetrocknet hat, kann man schon mal eine zweite draufsetzen. Dann sieht das Ganze schon mal so aus. Ja, da gucke ich mir noch mal gerade wieder den nächsten Wagen an. Jetzt machen wir einen, der nicht so stark ist. Der halt noch relativ frisch von der HU ist. Oder vielleicht sogar gerade frisch im Verkehr ist. Schon ein paar Transporte mit Kreideschlamm hinter sich hat. Das geht nämlich relativ schnell, dass die dann sofort ihre Rostfärbung zeigen. Verwunderlich, aber es ist so. Ja, da habt ihr gerade gesehen, der Wagen ist schon fertig mit der ersten Schicht und wir gehen direkt beim nächsten Wagen mit dabei. Dieser wird dann wieder stärker. Ihr habt auch gesehen bei den Bildern, dass da welche richtig dunkel sind. Die haben nicht mehr dieses helle Rost, sondern schon richtig dunkles. Auch diesen Effekt werde ich natürlich nachstellen. Allerdings werde ich dafür noch ein zweites Washing nachher benutzen und dazwischen eine Nacht die Wagen komplett mal richtig durchtrocknen lassen. Hier könnt ihr jetzt gerade mal sehen, solltet ihr doch einen Läufer haben durch das Washing, was schnell passieren kann, entweder zu viel Druck oder zu viel Farbe, dann mit einem Q-Tip drehenderweise, also nicht wischen, sondern wirklich über diesen Läufer hinweg drehen und man sieht nachher kaum noch was davon. Da kann man nochmal wieder mit einem Airbrush, wenn es angetrocknet ist, nochmal eine Schicht drüber gehen und dann ist es eigentlich kaum noch sichtbar, dass da vorher mal ein Läufer war. Also es ist alles machbar. Aber ich gebe euch als Tipp, nicht wischen, sondern den Q-Tip drüber wegdrehen. Ja. Das ist mittlerweile schon der fünfte Wagen und ihr seht, jeder Wagen, der da jetzt steht, hat ein anderes Erscheinungsbild und ja, ich sag mal, das ist dann halt das, was man so ein bisschen im Fingergefühl haben muss und auch ja, das Auge dafür haben muss, dass man die Farbe unterschiedlich aufbringt, obwohl es überall derselbe Arbeitsgang ist, dieselbe Farbmischung, aber das Wie und wie stark auch mit der Airbrush gemacht wird. Auch hier habt ihr jetzt wieder gesehen, Q-Tip, eben drüber weggedreht, nichts mehr zu sehen.
Jetzt habe ich mir mal einen der Modellbahn-Union-Kesselwagen geschnappt und dort, wie ihr gerade seht, gehe ich mit der Airbrush-Pistole die Kesselringe nach und habe da natürlich jetzt eine ganz andere Wirkung als bei den drei Kesselwagen, die ich mit dem Stift bearbeitet habe. Auch der soll jetzt gar nicht so stark fertig werden. Jetzt machen wir das bei dem anderen auch nochmal. Da werden die Kesselringe jetzt stärker bearbeitet. Und schon haben wir auch wieder bei den beiden Wagen ein ganz anderes Erscheinungsbild. Der eine Wagen, den ich jetzt gerade bearbeite, war sogar schon von Modellbahn Union vorgealtert. Allerdings passte das noch nicht so ganz, weil die typische Rostfärbung war noch nicht vorhanden. Ja, jetzt sind alle 12 Wagen fertig, durchgetrocknet. Ihr seht, jeder Wagen hat etwas eine andere Färbung und diese vier Wagen werden jetzt noch mal stärker behandelt. Dazu nehmen wir ein dunkleres Washing, auch wieder von Valeo. Ich werde es gleich noch mal in die Kamera halten. Ich hoffe, dass das auch sichtbar ist. Das kann ich nämlich jetzt auch gerade gar nicht sehen. Also das erste war halt, wie gesagt, richtig Rostwashing und das hier ist so ein ölige Erde. Sollte das eigentlich sein. Wichtig ist es natürlich jetzt hier ganz vorsichtig, dadurch, dass ich den Film jetzt so schnell abspiele, sieht es natürlich nicht so vorsichtig aus, muss ich gerade feststellen. Aber wie gesagt, vorsichtig über das andere Washing drüber wegzugehen und auch nicht alles zu überdecken. Der untere Bereich soll eigentlich bleiben, sondern nur der obere Bereich, so dass man wirklich nachher die zwei Farbgänge sehen kann und dadurch auch wirklich eine Verschmutzung durch den Rost sehen kann, wie sie nach und nach immer mehr geworden ist. Auch hier natürlich wieder verschiedene Stärken des Auftragens, um nicht ein einheitliches Bild der vier Wagen zu haben, sondern trotzdem Unterschiede zu sehen. Auch der gealterte Modellbahn Union bekommt noch eine zusätzliche Schicht, damit auch einer davon halt eine neuere HU hat und einer schon viel länger im Betrieb ist. Nachdem jetzt auch die dunklere Schicht schon mal durchgerostet ist, setze ich noch mal kleine Farbtupfer, damit es nicht zu einheitlich ist.
Und dann bekommen die Wagen erstmal gleich den Ultra Strong Mattlack von AK. Das ist wirklich einfach nur super, weil dadurch sind die Wagen nachher total stumpf. Da sieht man überhaupt keinen Plastikglanz mehr. Und ja, es hat eine ganz andere Wirkung, das Plastik. Da kann man dann schon wirklich sagen, könnte auch Metall sein. Ist einfach nur toll, dieser Klarlack. Kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. Habe ich, glaube ich, auch schon in mehreren Filmen gesagt. Also ich bin total begeistert davon. So, jetzt habe ich mal den Föhn eben rausgeholt. Man kann das Ganze natürlich auch beschleunigen mit dem Trocknen, damit ihr mal so das erste Bild habt, wie matt so ein Wagen aussehen kann. Da seht ihr noch Glanz und bei dem anderen Wagen seht ihr halt nichts mehr. Siehst du, da ist wieder Glanz. Halte ich jetzt ja gerade in die andere Kamera. Und dann wird auch dieser Wagen bearbeitet. Ach ja, hier könnt ihr es jetzt gerade sehen. Der ganze Wagen wird natürlich mit dem Mattlack gemacht. Das heißt auch die Fahrwerke, der Trägerrahmen. Und hier seht ihr jetzt mal, wenn das komplett durchgezogen ist, wie stumpf so ein Wagen dann aussieht. Das ist eine fantastische Wirkung. Jetzt können wir auch das Maskierband wieder abziehen. Und schon hat dieser Wagen auch sein VDG-Logo wieder. Was man auch oft noch im Original dann so sieht. Nachdem alle Wagen fertig sind, widmen wir uns jetzt wieder den Drehgestellen. Und dafür nehmen wir halt Pigmentfarbe. Dieses von H0 Fein. Auch sehr schön, weil die wird durch diese Lösung, kann man die flüssig aufbringen, beziehungsweise ja, in einer 10-Pampe, so wie man sie mischt. Und dann trocknet die unheimlich gut durch, zieht dabei schön am Plastik an. Deswegen haben wir auch zum Beispiel den Klarlack schon vorher drauf gemacht, weil da kann sich der Farbpigment gut drin absetzen. Mattfarbe ist ja sehr porös, kann man sagen. Und dadurch hat man sehr viel Angriffsfläche für die Farbpigmente. Das Ganze wird jetzt aufgebracht, wieder mit einem Borstenpinsel. Ihr seht, das Ganze ist so ein bisschen schlammig. Und wenn das Drehgestell damit eingepinselt ist, wegstellen, trocknen lassen, den nächsten. So sieht es dann aus, wenn es durchgezogen ist. Jetzt kann man es entweder so lassen und fixieren mit wieder Klarlack. Oder wir nehmen uns einen noch härteren Borstenpinsel, gehen nochmal drüber, weil jetzt ist das ja richtig trocken. Und ihr seht auch so ein bisschen, es staubt und tragen ein wenig wieder ab. Und das kann man natürlich dann auch wieder sehr schön variieren, so dass nicht jedes Drehgestell gleich aussieht. Und so sieht zum Beispiel ein Drehgestell aus mit einem anderen Farbpigment, mehr so ins Sandige. Ja, dann das Ganze, wie gesagt, wieder fixieren mit Klarlack,
Und schon hat man sehr schöne Alterungsspuren am Drehgestell. So kann es aussehen. Ja, was ich jetzt vorher nicht gezeigt habe, aber was ihr jetzt im Film sehen könnt, ich habe noch mit weißen Washing Verlaufsspuren an die Kessel aufgebracht. Nicht an jeden, aber an einigen. Aber ich denke mal, das könnt ihr euch dann vorstellen. Selbe Prinzip. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Dann lasst mir bitte wieder einen Daumen nach oben. Wer noch nicht abonniert hat, gerne ein Abonnent. Ich freue mich da jedes Mal drüber. Und dann weiß ich auch, dass euch das Ganze gefällt und werde weiterhin solche Filme einstellen. Bis dahin sage ich dann erstmal Tschüss und noch eine schöne Adventszeit.